Ja, schaut es euch an. Das hier ist Bärlauch und dieser Bärlauch ist hier am Eid und ja, streckt einem hier ein Blütenmeer entgegen, das einem die Sinne raubt. Und nicht nur die Augen haben hier ihren Augenschmaus, sondern auch die Nase wird verwöhnt. Gerade ist ein Gewitter durchgezogen und jetzt haben wir hier diesen herrlichen, würzigen Frühlingsduft vom Bärlauch in der Luft. Ja, Wahnsinn. Leider gibt es kein Geruchsfernsehen, also müsst ihr mir das glauben. Ja, wenn er sehen wollte, was der Idkamweg hier oben bei Koppenbrügge beim Farnstein alles zu bieten hat, wenn der Bärlauch in voller Blüte steht, ja, dann müsst ihr dranbleiben. Hier ein schöner Blick Richtung Nesselberg, da hinten, da wo die dunklen Wolken sind. Und die waren gerade noch hier bei uns am Fuße des Ids, hier bei Koppenbrügge, aber mittlerweile weitergezogen. Und deswegen geht es jetzt hier hoch Richtung Farnstein und hoch Richtung Idkamweg. Denn das heutige Ziel, ja, ist die herrliche Bärlauchblüte oben auf dem Idkamweg. Ja, und da freue ich mich schon drauf. Denn ja, der Bärlauch müsste jetzt eigentlich da oben in voller Blüte stehen. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ah, jetzt kommt tatsächlich wieder die Sonne durch. Ja, herrlich hier. Wir haben jetzt die ersten, ja, 30 Höhenmeter von 200 Höhenmetern geschafft. Aber wenn wir hier von Friedersruh weiter wandern, dann geht es da in den Naturpark hinein und dann hoch Richtung Teufelsküche und Farnstein. Und dann hat man auch den Idkamm erreicht. Und da oben, da geht es dann los mit den Bärlauchfeldern. Ja, wenn ich die Brut jetzt hier mal so langsam wegkriege von den Felsen. Denn ja, ich glaube, die ja, spüren innerlich, dass es gleich richtig hoch geht. Dann haben die schon wieder keine Lust. Ja, wir wollen natürlich nicht das ganze Video hier über den gemeinen Bärlauch machen. Hier ein schönes Exemplar am Wegesrand. Das ist ein ausdauerndes Silberblatt, so der Name. Und auch diese Pflanzenart hat hier ihren Platz gefunden, hier am Wegesrand. Aber ja, der Bärlauch ist natürlich hier oben im Id ja, sehr, sehr dominant. Und überall hier kleine Pflänzchen, aber auch kleine Teppiche hier. Ja, und da oben auf dem Idkamweg, da natürlich dann omnipräsent. Ja. Gleich kommt der Aufstieg. Ja, immer wieder imposant hier der Farnstein. Und da oben auf dem Farnstein gibt es dann einen herrlichen Aussichtspunkt. Aber da sind es noch ein paar Höhenmeter bis da oben. Da oben stehen auch welche. Hier vorne, da ist jetzt erstmal die Teufelsküche. Und dann beginnt der Aufstieg. Ja, herrlich. Wenn das hier so sonnendurchflutet ist, nach so einem Regenschauer, dann denkt man echt, man ist im Urwald. Wahnsinn. Und eine herrliche, klare Luft. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als nach so einem kleinen Gewitterregen hier durch den feuchten Wald zu gehen. Ja. Kleiner Blick zur Teufelsküche. Mystisch hoch 12 hier an der Teufelsküche, dass hier mal eine Höhle gewesen sein soll. Wahnsinn, ja, irgendwann eingestürzt. Ja, etwas ausgiebiger hier von der Tour hier hoch zum Farnstein habe ich ein anderes Video schon mal gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Da war ich mit meinem Kumpel Michael unterwegs. Heute soll hier nicht der Schwerpunkt auf den einzelnen Klippen liegen, sondern oben bei den Bärlauchfeldern. Deswegen hier nur kurz ein schöner spätabendlicher Eindruck hier vom, von der Teufelsküche. Und ja, hier die ja, spannenden Treppen wie im Hochgebirge geht es jetzt hoch Richtung Farnstein. Und dann ist endlich der Idkamm erreicht. Aber bis dahin werden die Kinder noch den einen oder anderen Fluch in meine Richtung bringen. Ja, schauen wir mal.
Ja, immer wieder schön hier am Farnstein. Der Ausblick Richtung Kahlenberger Bergland. Ganz da hinten, da haben wir den Fernmeldeturm Basinghausen. Mitten im Deister. Der Deister zieht sich hier Richtung Osten. Hört dann aber auf, man kann die Deistermulde nicht sehen. Und dann beginnt der kleine Deister, der hier aber vom Nesselberg bedeckt ist. Ja, und der Nesselberg geht hier auch weiter Richtung Osten. Und dann haben wir da drüben nicht mehr zu sehen den schönen Osterwald. Ja, herrlich. Regenwolken sind verzogen. Und hier vom Farnstein, ja, kann man zu Recht, ja, mit einem Jubelschrei Richtung Koppenbrügge gucken. Denn dann hat man den Aufstieg geschafft. Ja, Wahnsinn. Der Bärlauch hier in voller Blüte. Riesige Felder hier unterhalb der herrlichen Buchen, die hier oben ja das Sonnenlicht wegfangen. Ja, aber trotzdem hier riesige Bärlauchteppiche. Ja, und ein wahnsinniger Geruch hier kurz nach dem Regenschauer. Wahnsinn. Kriegt man direkt Hunger? Wo ist der nächste Dönerladen? Ja, Wahnsinn. Schaut es euch an. Ein echter Zauberwald hier. Hier hätte man auch Harry Potter oder ja Herr der Ringe drehen können. Hier kommen sie lang, Frodo Beutling und Co. Ja, ich hoffe auch ohne Orks. Wahnsinn, aber hier ein herrliches Meer an Blüten hier vom Bärlauch. Ich denke mal, 50-60% der Blüten sind jetzt hier offen und warten auf Wildbienen, die zum Bestäuben vorbeikommen. Aber ja, jetzt nach dem ja, mittleren Gewitterschauer hier im Frühling, ein herrlicher Duft. Wahnsinn. Eine oder andere Bärlauchpflanze lächelt einem hier oben entgegen. Das kann man wohl ja mit Recht sagen. Normalerweise Mitte April bis Ende Mai haben wir hier den Beginn der Bärlauchblüte. Dieses Jahr, ja, alles ein bisschen später. Wir hatten einen sehr, sehr kalten April und deswegen hat sich die Bärlauchblüte hier bis Mitte Mai hinausgezögert. Aber ja, jetzt ist sie hier im vollen Gange und ja, verwöhnt die Besucher hier mit ja, Blütenmeer und herrlichem Duft. Wahnsinn. Ja, leider ist die Sonne weg und im Hintergrund hört man es schon donnern. Aber ich hoffe, dass wir hier noch pünktlich wieder runterkommen vom Berg. Als nächstes kommt die Felsformation Adam und Eva und dann beginnt auch der Abstieg wieder hier vom Idkamm. Ja, herrlich.
Ja, die Bärlauchblüte hat sich ein bisschen in den Wald verzogen. Da im hinteren Bereich ist noch ein Bärlauchfeld zu erkennen. Jetzt führt der Weg hier aber direkt an den Felsklippen lang. Ja, und mittlerweile regnet es hier ganz schön doll und es gewittert auch ein bisschen, sodass wir uns ja jetzt hier beeilen wollen, damit wir die Rundwandertour hier von 4,5 Kilometern dann auch heil hinter uns bringen. Ja, für alle die, die sich die Bärlauchblüte hier oben auch nochmal anschauen wollen, habe ich unten mal eine Karte verlinkt von dieser schönen Rundwandertour hier mit, ja, mehr als nur Bärlauchfeldern. Wir haben dann natürlich noch die Teufelsküche, den Fahrenstein und gleich noch die Felsformation Adam und Eva. Ja, wenn man den Eid weitergeht in südliche Richtung, da kommt dann der Eid-Turm und weitere Highlights hier am Eid-Hilsweg. Über den Eid-Hilsweg habe ich auch schon mal ein Video gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Hier der 80 Kilometer Rundwanderweg durch das herrliche Weserbergland und Leinebergland. Ja, da vorne kommt jetzt gleich Adam und Eva. Ja, hier die Felsformation mit dem heiligen Namen Adam und Eva. Zum Hintergrund hier dieser Felsformation habe ich schon mal was in meinem Video hier von der Wanderung mit dem Michael gemacht. Ich hatte es ja anfangs schon mal verlinkt, aber auch unten in der Beschreibung nochmal einen Link zu dieser Wanderung hier entlang einiger Highlights am Eid-Hilsweg. Nichtsdestotrotz schön anzusehen hier vorne die schwangere Eva, da hinten der kleinere Adam und ja, Adam schaut Richtung Osten und die Eva Richtung Westen. Ja, und hier unten geht es jetzt runter vom Eidkamm wieder runter Richtung Koppenbrügge. Ja, und drückt mal die Daumen, dass es jetzt nicht noch doller anfängt zu regnen, denn die Wege hier nach den Regenschauern der letzten Tage sind schon ganz schön rutschig. Das muss man wissen, also wenn es hier doll geregnet hat, kann ich nur Wanderstöcke empfehlen, denn ja, nicht nur die Steine sind rutschig, sondern auch sehr matschig. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, ob ich es hier heile runter schaffe vom Eidkamm. Die Brute ist schon vorangeschritten hier. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. Die sind wahrscheinlich schon unten am Auto, deswegen will ich mich hier jetzt so ein bisschen beeilen. Ja, hier an der westlichen Seite des Eids, da oben, da ist der Eidkammweg, da oben war Adam und Eva. Und wir sind jetzt hier wieder erfolgreich abgestiegen vom Eidkammweg und gehen jetzt hier wieder auf, ja, direkten Wege zurück Richtung Koppenbrügge. Ja, und hier auf der westlichen Seite vom Eid auch nochmal ein herrliches Meer an Bärlauchpflanzen, die einem hier den Abschied wirklich schwer machen. Und jetzt nach dem Gewitter, da ja, haben wir hier einen wirklich, ja, würzigen Geruch in der Luft, der einem, ja, alle Sinne raubt. Ja, das war mein Video hier von den Bärlauchfeldern oben auf dem Eidkammweg. Ja, wenn euch dieses schöne floristisch angehauchte Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über den einen oder anderen netten Kommentar. Vielleicht hat der ein oder andere auch Lust, mal ein Abo dazulassen. Das lässt mein Herz höher schlagen. Ja, ich sage tschüss, euer Sprüdi. Und hier zum Abschluss nochmal ein paar Impressionen von der herrlichen Bärlauchblüte hier auf dem Eidkamm.